Frühstück um 1:50 Uhr. Nice. Let's go. So, guten Morgen. Wir befinden uns hier gerade in der Pfalz an der französischen Grenze in dem Wald und machen uns auf den Weg zur Wegelnburg. Das ist die höchste Burg der Pfalz. Und dort soll man so einen 360-Grad-Blick über die ganzen Berge, über die ganze Region haben. Und dort wollen wir eben den Sonnenaufgang ein bisschen filmen. Und ja, es ist schon ganz schön warm dafür, dass es hier mitten in der Nacht ist. Und die Stechmücken zerfressen uns gerade ein bisschen. Die wirken so, als hätten sie nur noch gewartet, dass ein bisschen Frischfleisch kommt. Aber ansonsten ist ja echt ein geiler Vibe so. So mitten in der Nacht im Wald. Da wären wir. Also wir sind gut in der Zeit. Noch kein Sonnenaufgang. Hier ist dieser bekannte Sunrise-Spot, der leider ein bisschen verbaut ist mit dem Gerüst. Aber wir werden das Beste draus machen. Und jetzt ist Warten angesagt. Unnormal schön. Und da soll einer sagen, Deutschland ist nicht vielseitig und hat nicht genug Spots zu bieten. Also es gibt echt viel in der eigenen Umgebung, was es zu entdecken gibt und was einfach, ja, unglaublich toll ist. The universe, she's wandered. Still got infinity ahead of her. She's still got you and me. Everybody says that she's beautiful, 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 beautiful. Oh, she's beautiful, 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 beautiful. And everybody says. Everybody said. Everybody said. So, nach über 3 Stunden machen wir uns auch mal wieder auf den Rückweg. Fazit, wie fandet ihr das, Jungs? Die Sonne kam hoch, es war erst spannend, ob sie es schafft, aber dann auf den letzten Metern hat sie dann doch ihre Spitzenposition verteidigt und hat sie jetzt als erster in den Himmel geschafft. Haben wir richtig auf die Sonne gesetzt? Haben wir richtig gesetzt, Quoten waren leider aber auch dementsprechend niedrig, weil ich meine, Konkurrenz ist halt schwach. Wir haben jetzt auf dem Rückweg noch einen kleinen Zwischenstopp, also einen Felsen hier gemacht. Das ist irgendwie richtig cool in der Pfalz. Auf jedem Berg sind irgendwelche Kletterfelsen. Deswegen haben wir es noch kurz gehalten, schauen uns noch ein bisschen an und fahren dann zurück. Also wir hatten jetzt gerade noch ein bisschen Struggle, den Weg zum Parkplatz zu finden, aber jetzt sieht's gut aus. Und ja, das war jetzt nochmal ein richtig gelungener Abschluss vom Tag. Da ist es. So, wir sind wieder zu Hause. War ein richtig geiler Trip mit
ja, haben viel erlebt, einen richtig geilen Sonnenaufgang gehabt, haben sehr Glück gehabt mit den Licht- und den Luftverhältnissen. Dadurch ist so ein richtiger Sonnenball entstanden, hat man ja auch nicht bei jedem Sonnenaufgang. Und grundsätzlich ist die Wegelnburg dann natürlich die perfekte Location für, weil sie einfach so hochgelegen ist und man diesen, ja, diesen 360-Grad-Blick über die ganze Pfalz hat. So langsam merken wir jetzt auch die Müdigkeit, wir sind ja schon seit knapp 14 Stunden wach, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt dafür, um 1:30 Uhr aufzustehen. Ich hoffe, die Aufnahmen haben euch gefallen. Natürlich kommt es immer nicht ganz so rüber. Also man muss es eigentlich echt einfach mit eigenen Augen gesehen haben. Dann ist das Ganze nochmal spektakulärer. Das ist eine Aufforderung. Das ist eine Geht raus, Aufforderung. steht früh auf, Genau. nehmt euren Arsch in die Hand, euer Eier unter die Füße und dann geht's los, raus auf den Sonnenaufgang. Ja, Das müsste man mit eigenen Augen viele mal denken auch sehen. immer, um so geile Sachen zu erleben, muss man irgendwo hinfliegen, weit weg, weit in Urlaub. Aber nee, es ist in der eigenen Umgebung, gibt so viele coole Dinge zu entdecken. Wo man schon richtig coole Aufnahmen machen will, wenn man an Bilder interessiert ist oder einfach nur tolle Erlebnisse hat, tolle Landschaften hat. Von daher schaut einfach mal in eurer Umgebung, was es da gibt und ja, entdeckt die Region. Tschüss. Von daher, danke fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen, hattet da mal wieder Lust drauf und haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.